Ahoi Kradojana und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit unserer Puerto Teurorico, mit dem Nera Löchen. Hi. Und mit dabei der Dwarven Monkey in seiner Hakuryu, irgendwie so. Nera nach Salem und ich tatsächlich in der Puerto Rico. Und wenn ich es nicht vergesse, zeige ich euch nach der Runde auch nochmal, was ich alles verbaut habe. Oh, guck mal, wir haben einen WG-Mitarbeiter bei uns, der Lord of Droid. Hallo. Jetzt, den schreiben wir jetzt erstmal was. Und übrigens, Kremlin hat gerade geschrieben, er pusht sie, ob er Support oder nicht kriegt, ist ihm scheißegal. Super Voraussetzung. Die Runde kann nur geil werden. Ich bin der einzige Puerto Rico hier. Ihr wisst momentan, was mit Puerto Ricos gemacht wird. Die werden von eigenen weggeballert und auch von Gegnern. Also wird toll. Ich gucke einfach mal, ob ich... Hast gesehen, wie der Drunken Monkey hier vorne Raketen geschmissen hat? Voll schlecht, der Drunken Monkey. Ob ich der Kremlin ein bisschen helfen kann. Da war gar kein Ziel. Hat er voll daneben geballert. Ich bin schon entdeckt. Mal neues, Kalga. Vielen Dank für 9 Monate. Weiter geht's. Dankeschön. Ich bin hier fähig. Nere, ich helfe dir. Ich bin bei dir. Dankeschön. Oh, hier ho, haut ab. Oh, hier ho, können wir gleich treffen, das ist gut. Komm schon, noch ein Stück, noch ein Meter. Komm. Yeah, genau. Ich hab genau. Ein bisschen Angst, weil 3 Leute auf mich gucken. Ja. Ist an sich immer kein auch. Hallo? Kannst du mal aufschalten? Als ob ich da noch rüberkomme. Ich konnte nicht mehr aufschalten eben. Komisch. Let's try. Oh, feindliches Salem hier. Feindliches Stalingrad. Ach du Kacke. Okay, nee, dann war es das gleich. Bist ja ganz schön weit vorgefahren, wollte ich gerade sagen. Ja, eine Insel wollte ich, ne? Nice. Keine Null-Damage-Runde. Ich freue mich. 890 sicher, Leute. Was soll passieren? Okay, vielleicht sollte ich mal aufhören zu schießen. Irgendwie fahre ich auch nicht rückwärts. Cool. Kennst du gar nicht, ne? Niedrig Tempus vorwärts. Feuer frei. Nebel zünden, Niere. Ja, wenn ich das nur hätte. Schön wär's, ne? Ja. So, da ist eine Stalingrad. 890, richtig geil. Breitseite rein in die Salem, Alter. Puerto Rico hat sich gelohnt. Wow, die andere Seite wird nicht mehr getroffen. Nein. Aber wir sind hier noch guter Dinge. Ne, Alaska selber hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Puerto Rico ist ja jetzt so gesehen bloß die weiterentwickelte Variante. Viele haben ja schon gemeckert. Wegen der Puerto Rico, weil sie wohl nicht so reinhaut wie die Alaska, aber mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Stalingrad wird jetzt erstmal zusammengerotzt, auch wenn ich ihn nicht wirklich sehe. Okay, Kremlin-Fahrer, das war nix. Viel Spaß. Brennt er? Nee, aber er fährt jetzt alleine 5 Schiffe rein. Ist er. Daher glaub ich nicht, dass das noch was wird. Kremlin-Fahrer, shoot! Na, ich versuche ihm ein bisschen zu helfen. Ja, au. Ich meine, helfen, wenn wir da noch treffen, klar, aber es wird halt recht schwer. Ja, wird's auch. Kufus guckt er ja sogar schon rum jetzt. Als ob er da jetzt rumpusht, statt er jetzt wenigstens dahinter ein bisschen stehen bleibt. Du, er hat gesagt, Hardpush. Ja, ich weiß. Ah, das ist doch völliger Müll. Oh, eine zweite Stalingrad kommt er jetzt an. 6-7, schöne Salve. Er muss doch warten, wenigstens, dass da irgendwas ist, was wir beschießen können. Nee. Warum? Oh, jetzt Breitseite zu Stalingrad. Alter. Hallo, zieh doch mal rum, Schiff. Er pusht da jetzt alleine. Ja. Ich schaff das. Scheiße, ich hab eine Ohio vor mir. Du ramm doch wegen den Kurfürst, Mann! Jetzt fährt er da zwischen denen durch! Wahnsinn, Kremlin, I'm very begeistert. Ich bin entgeistert. Um Gottes Willen, was war das denn? Leute, das war der geilste Kremlin-Move, den ich jemals gesehen habe. Und wir sollten aufhören zu schießen. Nere, lass abhauen hier. Versuch bloß wegzukommen. Du, ich komm nicht mehr weg. Ich hab nur Ohio vor mir. Okay, ich kann theoretisch nur noch hier warten und gucken, wenn der rumkommt. Oh Gott. Lass mich unsichtbar werden. Dankeschön. Sehr schön. Ach, unser DD ist auch schon tot. Ja, aber wir haben ja keinen mehr. Ja. Von der Republik getötet, der Zerstörer. Ein Radar. Los. Oh Gott, die kommen ja, die pushen ja einfach durch. Oh Gott.
Beweg dich nicht, vielleicht sehen sie dich nicht, Nere. Die fahren alle vorbei. Ja, ja. Vor allem, wenn die Ohio da gleich rumkommt, vor allem, was machst du denn da? Ich kann versuchen, die zu rammen. Peng, peng, peng. Aber was anderes ist auch nicht möglich. Ah, schön AP usen, Nere. Schön AP in die Seite. Oh, ist nice, sogar unsichtbar geblieben beim Schießen. Das dürfte jetzt ordentlich rocken. Bams! Das hat wehgetan. Das Molett nehmen wir ins Auto tot. Repo schießt jetzt auch. Okay, das war hier. Guck mal, was andere machen. Entchen, Entchen da oben. Ja, ja, Entchen-Tanz. Das ist ja geil. Sieht schon interessant aus, was die Gegner da machen. Was unsere da machen bei A. Ja. Aber hey, sie haben A. Finde ich auch. Au. Das war mein halbes Schiff. Danke, Stalingrad. Mit AP, vielleicht macht das was. Au, au, au. Und boom, 6000 auf ein schönes Schiffchen. Au. Nee. 13 Kilometer, ein Stück muss ich noch. Gott, die Salem hier kommt auch schon. Scheiße, Stalingrad kommt hinterher, ich werde hier nicht mehr unsichtbar. Oh, kacke. Das ist doch kacke. Na, beim Kuhfüßenweg ein bisschen. 4-7, immerhin. Immerhin, immerhin. Au! Stalingrad drückt mich deutlich besser. Kann man nicht anders sagen. 6000 auf die Breitseite? Doch, das haut immer gut rein. 7000, Alter! Schön, tschüss, Nere, tschüss! Drunk Monkey, gib Gas, wir müssen weg! Lauf, Drunk Monkey, lauf! Oh, komm schon, das könnte jetzt mal ein paar schöne Zitas geben. Naja, lenkt schon wieder zurück, scheiße. Oder auch nicht. Okay, erste Runde Puerto Rico schon mal richtig kacke. Ja, 8800, immerhin. Au. Ja, nur ein Problem. Jetzt fahre ich immer Breitseite zu dem. Oder ich glitsche. Da ist, was die aufhalten kann. Ja, oder ich glitsche weiter am Kartenrand entlang, das mag ich aber nicht. Ja, aber sinnvoller. Ich weiß, Nere. Trotzdem ist das scheiße. Bam, 890. Vor allem mit dem Winkel, da mache ich auch nichts. Nee. Bam, 6-9. Schade. GG. Erste Puerto Rico-Runde verkackt. Aber bei dem Team. Guck dir diesen Müll an dabei. A. Diese dämlichen Kremlin da frei. Oh, 10.000. Ja, ich weiß. Wir hätten da gar nicht hingefahren, das war unser Fehler. Hätte. Oh, jetzt hat Stalin gerade aber schön gefressen. Okay, komm, wir machen Glitching. Als ob 2016 wäre, wie Glitching hier am Kartenrand entlang. Solange die noch schön bei der Breitseite fahren Glitching zu den anderen. To the limit. Aha, aktiviert die Rocky-Musik. Nice, gar kein Damage. Oh nein, er hat ihn. Nein, er hat die Tricks. Er hat die Schieße aktiviert, er schießt high. Ja, die no. Tricks aktiviert. Tricks activated. Team Kartenrand Hype. Also richtig Team Kartenrand hier gerade. Wenn du die Stalingrad dadurch noch rausnimmst. Schön wär's. Aber schön wär's, Unterstützung schön wär's. Kommt. Unterstützung. 64 Leben, du willst mich verarschen, Alter. Vor allem meine Secondary ballert schon. Oh, Secondary, mach irgendwas. Und der darf noch schießen. Und der killt mich. Und ich hab bloß Abpraller. Das ist so bescheuert heute. Alter! Tolle Runde. Nice. 71.000. Ich bin stolz. Das ist so dämlich. Tolles Schiff. Kann ich nur empfehlen. Also so, atme einmal tief durch. Wenn ich die Chance hätte, ich würde 200 Euro dafür ausgeben. Hätte ich überhaupt kein Problem atme mit. Atme einmal tief durch. Alles wird gut. Oh. Naja. Damage-Output aber nett. 89 Treffer, 71.000. Kann man mitnehmen. Und jetzt, lieber Chat, so in 15 bis 20 Sekunden wird dem Krado klar, dass wir nicht aus der Runde gehen können, weil Drunken Monkey CV spielt und dadurch bis zum Ende lebt und alles vernichtet. Das Side-Effekt hat sehr gut gepasst. Admiral, 300 Twitch Prime, auf geht's, 3 Tage Krach-TK für immer. Gott. Philipp, danke, Olli, danke schön. Und der Eierknacker haut 5000 Bits hinterher. Oh Gott, bist wahnsinnig. Dankeschön.
Vielen Dank für die 5000 Bits. Ohne Nachricht oder ähnliches. Ah, dafür ist er jetzt Platz 1 bei den Bitsern. Oh yeah. Einfach so. Auch diesen Monat wieder gibt es eine schöne... Gott, Don Bilbo hat 2740 Bits hinterher. Auf dich, auf Niere, auf Kram, auf das ganze Team Grado. Dankeschön, Don Bilbo. Dankeschön. Dankeschön. Und Eierknack hat doch noch was geschrieben. Bitte. Danke. Ja. Vielen lieben Dank, Leute. Dankeschön. The Drunken Monkey, ich will ja nicht sagen, dass Druck auf dir lastet, aber das will ich schon noch gewinnen. Drunken Monkey, langweilig, mach was. Was ist überhaupt? Hat überhaupt Flieger draußen? Da, ich greife die Stalin gerade an. Hat der überhaupt Flieger draußen? Der hat ja bloß eine Staffel draußen. Was ist das für ein CV-Spieler? Komm hier, Kreuzabwurf, los. Oh, gute alte Zeit. Das war jetzt aber nicht so gut, Drunken Monkey. Eine Raketen. Ein Flieger ist durchgekommen. Drückt trotzdem 3000 Schaden. Das war jetzt nicht so gut. Das geht besser. Der Nicky Boy hat sogar Flugabwehr-Experte bekommen. Drunken Monkey, du musst versuchen, die DDs zu fokussieren. Galant, vielen Dank für 100 Bits. Für ein bisschen Zielwasser für Grado in seine Cola. Dankeschön, dankeschön. Schrammt doch einer diese scheiß Kremlin! Galant, da kannst du noch so viel Zielwasser geben. Das wird nichts mehr. Warum? Warum zeigt ihr denn jetzt voll Breitseite zu der Kremlin? Ja. Damit die Kurfes haben die auch schon durch die. Alter! Damit die Secondary hier in Aktion erleben. Piu, 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 piu. Links, vor allem rechts. Der andere, das andere Schlachtschiff, was auch immer das hier gerade war, der hat sich ja hier auch durchgeschlängelt. Ja. Aber die Sailor blieb ja noch raus, die Yamato. Pass mal auf. Ach, da wohl dahin. Den rammt er. Guck dir auf. Ja, mach weiter so, Eierknacker, das machen wir. Yeah. Vielen lieben Dank nochmal. Nice. Der hat auf die Ohio geschossen. Die Ohio hat er gut getroffen, aber... Ja. Ah. So, Drunken Monkey, ich will ja nicht sagen, dass der Druck auf dir... Ohne Scheiß, die haben eine Shima, ne? Ja. Die wurde einmal kurz aufgedeckt. Scheiße, genau neben Drunken Monkey. Er hat sie gefunden. Das ist ja geil. Jetzt wird der CV sogar noch angemeckert. Chuba ist Montana. What? Next time Rem! Die hätten beide tot sein können da in der Mitte. Gut, hätten wir trotzdem verloren, aber... Was hast du gesagt? Ich lach grad nur. Weißt du, innerlich. Ich war grad voll drin. Oh, aber guck mal, der Kurfürst hat die schicke Tarnung, die Sci-Fi-Tarnung. Ah, oh, das Wasser knallt. Wo ist denn Kurfürst? Gegner, Mitte. Der dich durchgeschlängelt hat. Bei dem du meintest, hey... Ja. Enjoy your report, CV. Das passiert. Von der Shima? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hat die Shima irgendwie schon 300.000 Schaden oder so. Bam, bam, bam. Der nächste Streamer, der Dublon für PR reingefeuert hat. Och, General. Ich hab überhaupt nichts reingefeuert. Ich habe die geschenkt bekommen, dass ich es beende. Dann mache ich es auch gern. Ja. Ich selber hätte es nicht beendet von meinen Blumen her. Colbert. Boah, 1000 Leben noch. Du Drunken Monkey, du kannst jetzt den Nebel nutzen. Und dann machen wir Stealth-TV-Action hier. Gib alles. Ja? Die Kurfürsten, sehr gut. Da kommt ein paar Salben, das ist nicht so gut. Das hat wehgetan. Drunken Monkey, alles ist noch gut. Das stimmt. Das machen wir einfach ein bisschen Klebeband. Cap, du musst cappen! Bisschen Klebeband. Okay, Drunken Monkey, jetzt müssten wir schon einiges an Klebeband dran machen, dass das noch zusammenhält. Ah. Wenn das wirklich ein WG-Mitarbeiter war, bei dem Salty Chat, der da gerade war, ich hoffe mal, dass der da jetzt. Der ist auch auf Discord. Dann hoffe ich mal, dass der da gerade ein paar Leuten mal so richtig auf den Finger haut, die da im Chat gerade total eskaliert sind. Ja, wer weiß. Was eine Müllrunde.
Und sie überrennen die Milch jetzt hier, Alter. Spielt schlecht, was bescheuert ist. Hey, push da rein und rum. Ich bin eine Kremlin. Oh, das war wirklich Müllhaufen. Dämlich. Komm, lass drin den Drunk Monkey. Machen wir gleich nochmal. Einfach einen hinterher. Los. Alles. Komm, weiter. Drunk Monkey, CV, go. Wir tun uns das gleich jetzt nochmal an. Es geht nicht anders. Ah. Naja. Für die paar Salven, die wir abgefeuert haben, doch nett Damage zusammengefarmt. Da geht, glaube ich, noch deutlich mehr. Oh, Mensch, hier stehen ja noch da lauter Leute auf der. Das sehe ich ja jetzt erst auf dem Schiff. Oh, cool. Da hatte vorhin auch einer gefragt, ob das Pappmenschen sind. Das sind echte Menschen und das sollen Ziele sein für die anderen halt, für die Feinde in der Mitte. Weißt du, bei anderen ist es so Kreuze, die man wegballert. Hier sind es kleine Menschen. Tragen die rot? Nee, weiß. Schade, das wäre jetzt lustig, dass wenn du als Verbündeter raufguckst, ey, das Schiff ist rot. Piu, piu, piu. Nee. Danach sind sie rot. Wieder nur ein DD. Wenn von denen was übrig bleibt. Oh, ey, jetzt spiele ich mal kein DD und wir haben. Okay. Das ist doch gut. Die Krosewoi vor allem. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du den irgendwo. Salem-Runde, Nere, das ist, ich sehe dich hier in der Salem. Ja, ich mich auch. Kann mich ja an irgendwelche Inseln stellen. Und genau. Gucken. Auf ein neues, meine Freunde, auf ein neues. Diesmal fahre ich aber mit dem Team mit. Haben wir eine Kremlin? Nee. Oh. Schade. Gegner haben eine. Hoffentlich ist das der gleiche, wie den wir gerade hatten. Nee, das ist nicht der gleiche. Schade. Ja. Aber dafür haben die Gegner den Kampfkaktus. Auch nicht schlecht. Wie kommt man auf solche geilen Namen, ohne Scheiß? Na, von Final Fantasy, Kampfkaktus. Ja, aber der hieß doch Thornberry und nicht Kampfkaktus. Nein, Thornberry war der kleine Maulwurf mit dem Messer in der Hand und der Laterne. Ach, ich dachte immer, das wäre ein Kaktus. Nee. Ach, das ist kein Kaktus. Nee, Thornberry. Guck, ich glaube, du verwechselst sie gerade. Wenn du es nochmal anguckst, dann siehst du, dass das ein Maulwurf ist. Ja, gut. Wann habe ich das letzte Mal gesehen? Vor 20 Jahren. Richtig. Es ist schon ein bisschen her. Gebe ich gerne zu. Kampfkaktus kommt schon an mit seinen Fliegern. Ja, ich wollte es extra, nicht sagen. Siehst du diesen fetten CV-Fighter in der Mitte, wie sie immer um sich rum da fliegen? Tchu, tchu. So, hier, komm ran. Stop. Oh, guckt's euch an, Leute. Guckt's euch an. 2, 3. Oh yeah. Oh yeah. 10.000 Schaden habe ich gefressen. Und einen Abfackler. Ich habe 7 Flieger abgeschossen innerhalb kürzester Zeit und du hast trotzdem dein halbes Schiff gefühlt verloren. Ich habe 2 abgeschossen. Und ich habe ein Fünftel meines Lebens. Warte, wie sagen uns die Leute immer? Wenn du Kreuzer spielst mit guter Flak, dann lässt jetzt CV dich in Ruhe. Und wir gucken nochmal Neres Leben an. Angreifen. Nee. Das auch nicht. Die Video, die zerschreddern die. Ja, ja. Alles, das haben wir gerade gesehen. Wenn du auch nur rankommst. Alter Schwede. Mein Name ist Lappenkind, hat mir ein Freund gegeben, als er meinen Account erstellt hat. Oh, ist ein sehr netter Freund, glaube ich. Interessanter Name. Komm, wir unterstützen mal unsere Schima hier. Könntest du deinen Namen irgendwann umändern? Putzlappenkind. Gleich aufgewertet. Hier klingt nicht mehr ganz so schlimm. Seid ihr defekt? Seradin Tandor, danke für deinen Zap, 3 Monate schon. Dankeschön. So, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ich habe das Gefühl, volle Pushen. Kanne zu fahren ist nicht so. Push it to the limit. Nicht so praktisch. Aha. Oh. Ich dreh mal. What the fuck? Drunk Monkey hat was gefunden. Ja. Guck mal, wir wollten eigentlich nur ein Ziel. Nicht guck mal, wie wieder Spotting Damage geiert. Ja, ja. Typisch. Oh, Fulens. Oh, schnell. Ja, ja. Alter. Der fährt ja nicht rum. Oh, ist das schade. Ich sehe nichts mehr, der Monkey. Ich wurde radart. Das ist ja eklig. Das ist ja ekelhaft. Und Julian, du bist krank. Ja, dann gute Besserung. Du bist krank. Auf, dass es nichts Ernstes ist. Gute Besserung. Oh, die Smolens fast die Frist. Okay. Zum Glück ist hier vor mir noch eine Smolens. Also, Puerto Rico mag ja schon keiner, aber
das Smolens mag so richtig keiner. So, das war unser Smolens. Es ist immer ein Traum, mit anderen Smolens-Fahrern zusammen zu spielen. Hör auf zu lachen, wo ist das Problem? Au. Au. Hallo, Idiot. Non plus ultra. Oh Gott. Vielen Dank für 18 Monate. Dankeschön, Non plus ultra. Schön, dass du mal wieder dabei bist. What the fuck ist hier los? Haben wir auch Schiffe? Was mich. Die Yamato, Alter, die ist doch 6 Kilo. Der Sanwa, die beiden sind doch nicht mal losgefahren. Ich kriege einen Anfall. Was machen die denn da? Alles gut. Die fährt rückwärts schon weg von der Front da hinten. Alles ist gut. Nicht komm. Guck mal, Sanwa in der Mitte. Oh, what guy, Alter. Der ist gleich tot. Ja. Kill holen. Meins. Au. Ich bin vorher aufgegangen. Au. Hätte ich nicht mitgekriegt. Ich war so fokussiert jetzt auf Sanwa. Stirb, Sandra. Stirb. Wow. Und zwei Nichtdurchschläge und ein Abpraller. Nee, drei Abpraller. Entschuldigung. Ich brenne. Du kannst auch heute nur meckern, kann das sein? 11 Treffer, 1700 Schaden. Läuft bisher bei mir. Guck mal, unser Sandua hat den feindlichen Sandua. Guck mal. Ich guck, Nere, ich guck. Ich guck so wie Thomas Cook. Naja. Heute, ja. Ha, 6-7 auf Desmo. Warum fahre ich da ran, wenn ich da weiß, dass da Desmo steht? Ja, ich hab keine Ahnung. Nee, also wirklich. Aber nein. Ja, meine Arbeitszeiten sind leider beschissen geworden. Egal, jetzt eine Runde Wort. Dompus Ultra, viel Spaß dir. Auf dass die Wortgötter mit dir sind. Jetzt eine Runde Wort? Ja, der Dompus Ultra hat gewechselt. Der 22.24 Uhr. Dompus Ultra ist Switcher geworden. Der spielt jetzt. Hast der du? Spielt jetzt Wort. Na gut. Mitten ist eine Hindenburg. Das bei World of Warships, da sind die gerne auf die Fresse geben und bei WOT sind halt die gerne auf die Fresse bekommen. Und darum, er hat gewechselt. 7000 auf den Kremlin, schön. Ah. Wie triffst du die noch? Jetzt nicht mehr, ich sehe sie nicht mal mehr. Achso. Kufel Sound. Wir haben irgendwo auch noch eine Idee. Der könnte jetzt zu uns kommen. Aber guck mal, unsere Schlachtschiffe kommen jetzt hier. Repu ist jetzt hier und Sandua. Ein bisschen spät, oder? Ja, ich meine, ja, schön. Boah, gebraucht. Nice. Der Smolensk hat gerade 12.000 mitgegeben. Welcher Smolensk? Die hinter der Insel da steht, die kurz aufgedeckt war. Ach, die jetzt besser Adrenalin rausnutzen kann und noch schneller nachlädt. Ich hab's gern getan. Und Don Bilbo, vielen Dank für deine 1020 Pöls, du Wahnsinniger! Zita, schreibt er. Ja, Mann! Die haben wir gedrückt, so, aber so boah, richtig. Boah, hier, komm. Ja, das wäre schön, wenn wir den mal treffen könnten. Ich glaube, unsere Shima braucht da ein bisschen Hilfe. Warum auch immer die Shima, der jetzt wieder nach vorne gefahren ist. Ich kann es dir nicht sagen, aber die Seite sieht gar nicht schlecht aus. Und alles daneben. Und nee, boah. Das ist immer das Schönste. Sieht richtig gut aus. Oh, na, oh. Ja, unsere Shima ist leider auch noch gestorben, schade. Die Smolens guckt doch um die Ecke näher. Fokus, komm. Desmo, nee, voll auf die Desmo. Na, scheiß auf die Desmo. Smolens muss weg. Smolens muss weg. Ich hab grad übrigens für eine Sekunde bei dir. Yes! Fuck, tut das gut! Alter! Okay. Oh yeah! Ich hab ihn für eine Sekunde bei dir gelesen, als du den gekillt hast. Peito Rico. Peito Rico hat einen Kill, Alter! Moment, was? Die Peito? Aber ich dachte, die heißt anders. Oh yeah. Hat unsere Schiene da gemeckert. Unsere Schiene hat echt Repu. Fuck you DD geschrien. Komm, lass mal der Repu helfen. Okay. Repu, wo ist die Repu? Direkt hier neben uns. Einfach ein bisschen mitschießen. Ja, ich habe ja aber gerade vielleicht jetzt ein bisschen mich in die falsche Richtung manövriert. Ja, ich komm gleich. Aber Nere, das hat alles einen Sinn hier, was ich hier mache. Trust me. I'm your DJ. Ja, Mann. Bullet of the Week. Bullet of the Week. Wie geht denn gerade ab? Ach, komm. Gestern, heute, alle Runden nur Müll. Da, das kriegt die letzten zwei Tage bloß hin. Jetzt. Oh, scheiße, Repu. Oh, scheiße, das sieht nicht gut aus. Geh weg! Weiche von mir, CV! Weiche!
Nein, mach ich mein Schiff kaputt. 11.000 auf dem Conqueror. Schöne Salve mitgegeben. So, jetzt können wir der Repo helfen, Niere. Nee, push nach oben. Push nach Norden. Mach ich auch. Mach ich auch. An. Ja. Das hier unten, die warten einfach. Das ist Schwachsinn, das anzugreifen. Nee, lasse. Punkte technisch führen wir eh, ist alles schick. Die müssen ja aktiv werden. Die müssen aktiv werden. Hi, Krado. Oh, der Kampfkakto schreibt sogar Hallo. Die hab ich gerade die ganzen Flieger weggerotzt. Du bist doch der aus Final Fantasy, oder? Der Maulwurf. Da, weg hier. Getroffen, ja, schön. Keine Zitter. Ha! Nicht mehr getroffen. I like the shit. 17 Kilometer vorhalten. Uah. Viel Spaß. Mein Zerstörerherz kotzt. Nice, nice. Die CCs bekommen ja eh jeden Monat 10k Dublone in den Arsch von Wilkin geschenkt. Das stimmt. Und ganz viele Kontributoren-Container. Und noch 60, 70 Tarnung. Oh. Und was weiß ich nicht alles. Bist du etwa neidisch? Ja. Dann wär doch auch einfach CC. Echt, das ist voll easy. Ja. Bisschen Blödsinn labern, Schiffe fahren. Genau. Die machen auch. Kein CC hat es verdient, von Wargaming was zu bekommen. Die kriegen alles einfach so. Wenn das ist wie so ein Raffle. Wenn ich das nicht kriege, hat das keiner verdient. Ja. Wenn ich das für nichts tun nicht kriege, ja, dann ist aber was hier, das... Ja. Genau, Win-Button kriegen wir auch noch. 4.000. Boah, 13.000. Schöne Salbe. Ich glaube, der hat keine Puerto Rico. Nee, ich glaube auch nicht. Und keine Missouri. Nee, gar nicht. Okay, der war böse. Der war böse. Und Leute, bitte nicht ernst nehmen. Wir haben ihn jetzt nur getriggert, einfach um ihn noch ein bisschen zu ärgern. Genau. Und Leute, das nehme ich mal mit Caps Lock hier schreiben zu müssen und einfach bloß den Neid uns entgegenkotzen. Wir haben auch mal als kleiner Spieler angefangen. Wargaming wollte früher mit uns nicht mehr was zu tun haben. Und Boras, vielen Dank für 16 Monate in Folge. Dankeschön, Twitch Prime. Wir haben damals nicht mal Kies gekriegt zur Alpha-Zeit, weil wir einfach viel zu klein waren auf YouTube. Ja. Nix haben wir gekriegt, nix. Problem solved, Sir. Krabbel ihn so weit, er ärgert den Liter Gold. Kommt gleich her. Was hier? Ah! Ah, nee, O und T! Stür. Flicke, Flacke, Flicke, Flacke, Flicke, Flacke, Flicke, Flacke, Flack, 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 Flack. Neues. Hüder Kacke! Die Runde ist gar nicht so kacke. Doch, ich bin schon. Dass ich das erlebt hab. Du hast bestimmt bessere Zahlen als ich hier. Ich glaube ja. Ich kann mich gerade echt nicht beschweren. Für dich als Salem-Fahrer, fahre ich bloß vorne links an die Insel jetzt ran und warte, dass die irgendwie in Reichweite kommen. Ja. Ja, du bist alles gerade doof hier. Die Gegner haben sich da ganz schön verkämmt. Verkämmt? Und darum rapp ich eigentlich nicht. 2-9 nochmal, schön. Monty dreht ab, ist klar. Die Kremlin kann gut schießen, du solltest aufpassen. Okay. Als ob ich noch offen war für die Monty. Wollt ihr mich verarschen? Mhm. Als ob! Ich bin doch schon so ewig lange unsichtbar! What? Nope. Okay, irgendwas habe ich gerade nicht mitgekriegt, glaube ich. War ich kurz wieder auf? Get back! Ja. Ich hätte gesagt, versuch hier mit Sandua mitzufahren rechts. Der darf dich pushen da. Yamato darf jetzt nicht in den Tod fahren. Ist zu spät, die ist tot. Der wird jetzt von... Oh Mensch, Yamato, warum greifst du den da jetzt an? Du ist zu spät. Ist zu spät, lass einfach... Ja. Ja, das Problem ist, dass wir punktetechnisch jetzt gleich verlieren. Ja, deswegen, ich sage ja einfach nicht mehr... Pushen, wegfahren. Und da ist die Desmo, komm. Mach doch ein bisschen Schaden. Desmo, das ist die Desmo. Ja. Und Yamato down, 300 hinten noch. Lang. 300, 400, ja. Scheiße, geil, schon für die Gegner. Fuck! Ich mein, Piep! Mist, die Desmo fährt raus, du.
Ja, ich sehe es. Fängt an, mich zu beschießen. Warum auch immer die Deathmatch rausgefahren ist. Ist egal. Freut uns. Nee, der beschießt mich. Freut mich. Ich hab ihn komplett verfehlt. Der fährt sich ja fest, ne? Macht der Tactical Bitching? Der macht doch. Nee, der fährt weiter. Nee, jetzt hat der... Oh Mann! Ich hab's doch richtig gesehen! Kennt ihr auch? Jetzt wird der unsichtbar. Alter. Drunk Monkey, mach dir unbedingt wieder auf! Da ist er wieder. Oh, ich bin gleich tot. Die Kremlin guckt her. Der fährt doch weiter. Bleiben, Kleister. Die Kremlin guckt her. Ist aber nicht auf mich. Schwein gehabt. Das ist so ein Müll da gerade. So ein Müll. Und ich muss unbedingt mal weiterfahren. Zeigt ihr wieder Breitseite. 890 bloß. Der macht mal auch nur so einen Müll. Ja, Kremlin fährt wieder rückwärts. Du, die haben keinen Grund gerade mehr irgendwie anzugreifen. Ja. Verständlich. Wir kriegen die auch nicht mehr runter. Wo unsere ganzen Schlachtschiffe irgendwie schon weg sind. Außer der Sandra. Außer Sandra. Desmo ist da hinten noch, aber... Ja, wer soll da rankommen? Der weicht leider zu mir aus. Habe ich gerade schon probiert zu treffen. Merkt jetzt schon. Das wird leider nichts. Kannst du nochmal probieren, aber sehr unwahrscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass Drunken Monkey jetzt in 5 Minuten da hinten irgendeinen wegballern wird. Wer weiß. Oh, ein Treffer. 890 wieder. Wir müssen uns halt auf... Oh, die Monty hat auch nochmal gefressen. Die wir müssen hat uns halt schön auf gefressen. Irgendein Ziel mal einigen, aber das kriegen wir auch nicht wirklich hin. Nee. We need to kill or two. Sandu hat sich festgefahren, der macht die Runde auch nichts mehr. Nee. Das ist eine fast tote Desmo, kommt er gerade noch rum, guck mal. Ah, schon wieder unsichtbar. Ja. Scheiße. Wir müssen aber jetzt pushen. Sonst war's das. Ach, Merde! Es soll nicht sein. Okay, und Hindenburg down. Ja, GG. Schade! Schade, schade! Schokolade! Da kommen noch Torps. Boing. Abpraller. Jetzt, wo der Damage doch mal so wichtig wäre. Ein scheiß Abpraller. Ach, na Kremlin, Monty. Wollt ihr es jetzt wissen? Ich glaube ja. Monty brennt an 2 Stellen. Desmo direkt neben dir, Achtung. Ja, ich sehe gerade 9 Kilometer aber so entfernt. Oh, das ist schlecht. Das ist ja das ist richtig schlecht. Das ist ultra schlecht. Aber der ballert auf mich. Das ist gut. Der lenkt auch voll ein, natürlich. Oh. Niere, die wissen sogar, was zu machen ist. Das ist so zum Kotzen. Dem Winkel mache ich nix. Au. Mal alles irgendwie zünden. Schöne Treffer noch auf die Desmo Drunk Monkey. Schön gemacht. Vielleicht ist er sogar tot. Tot. Jawohl. Die Monty ist gleich tot. Die Monty ist gleich tot. Ich komm nicht mehr ran. Jetzt ist er unsichtbar. Nein! Wir haben nur 3 Minuten, du. Du bist gleich eher tot. Ich bin gleich tot. Ich brenne an 2 Stellen. Natürlich hat der mich jetzt 2 Stellen abgefackelt. Diese Drecks-Hindenburg. Oh. Und trifft mich nochmal, natürlich. Da ist er. 2000. Nein, ich konnte nicht mehr abdrücken. Scheiße, ich hab zu lange gebraucht. Ärgerlich. 2200 Leben. Oh. Und Monty down, schön. Gleichstand. Wir haben genau Gleichstand. Das ist spannend. Sandra frisst wieder ein Torp. Drunken Monkey greift die Desmo an. Desmo schön getroffen. 6000 Leben die Desmo noch. Der Quief-Sniffer. Rappt aber jetzt wieder. Gut, dass du das sagst. Zeig ich bloß die Breitseite. Ja, das ist so oder so kacke. Ja, ich weiß, aber ich schieß einfach. Mal ich keinerlei Erfahrung in dem Kahn hier habe. Ja, was soll ich denn sagen? Aber einfach mal Radar zünden, YOLO. Wird unsichtbar, wenn du kannst. Der kann dir die Kremlin von der Seite wegs nicht mitgeben. Nee, wollte ich schon sagen. Der Drunken Monkey kommt ja eh gerade, da ist er. Ja, schießen lohnt sich nicht mehr. Eine Minute noch. Darum, bleib unsichtbar. Du musst einfach überleben jetzt.
Ja, ist was du. Tot, ist was tot. Schieß nicht, werd unsichtbar. Du, ich bin unsichtbar. Achso, sehr gut. Twunk Monkey! Das ist der, aber der CV deckt mich jetzt halt auf. Das Twunk ist das Ding. Monkey! Beziehungsweise ich bin auf Radar. Drop this Tar. Nein! Er hat kein Damage gefressen. Kill DM. Ja, ach, echt, ey! Lucius Laie Lyon. Richtig guter Tipp da im Chat. Eine Minute. Gegner führen. Wir haben noch eine volle Yoshino. Ach gut, die kippen wir jetzt bei uns. Jo. Wie, wir haben noch eine volle Yoshino? Wir haben eine volle Yoshino. Da ist er wieder, Ich schieße jetzt einfach mal auf gut Glück dahin. Ja, mach einfach, das ist gut. Ja. Leicht. Natürlich nur 200 Schaden. Alter, ist es so lächerlich in so einen Runden. Nice, ist down. So. Und nein! Du willst mich doch verarschen, als ob der den Sandor jetzt noch gekillt hat! Boah, Alter. Die Hindenburg, die mit 800 Leben hat jetzt unseren Sandor noch rausgenommen. Ja. Ist das ärgerlich. Kreml hat verfehlt, sehr gut. Ja, aber bringt ja nichts. Nö, ich weiß, aber wird's machen. Detoniere, Deto. Nee. Oh, ist das ärgerlich. Wer hätte der jetzt noch überlebt? Das ist schade. Ja. Aber mal eine Runde bis zu Ende erlebt. Das ist aber was ultra Neues spannend. Heute. Wir waren auch sehr gut dabei. Kann man nicht anders sagen. Nee, auf keinen Fall. Naja, wann spielst du mal Kreuzer und dennoch T10? 114.000, net 29 Flugzeuge abgeschossen, 3 jetzt zerstört, 3 Zitas. Nett. 1500 Grund-IP in der Niederlagenrunde. Fett. Fette Runde. War spannend. Kann man nicht anders sagen. Unsere Smolens am Anfang gleich in den Tod gefahren hier. Shima auch total merkwürdig eingegriffen. Schade. Ja, Radarschiffe sollte man vielleicht nicht, gerade wenn die mehrere haben. Nicht unterschätzen, ne? Ehrlich. Gut. Puerto Rico an sich, nettes Schiff, kannst du nicht sagen. Das Ganze mit dem Event und mit was Rock Gaming da gemacht hat, das lassen wir jetzt mal außen vor. Insgesamt aber nettes Schiff. Du wolltest hier noch hier im Hafen irgendwas zeigen. Ja, und genau, macht man eigentlich am Anfang des Videos, aber wir machen das jetzt mal jetzt. Meine Puerto Rico habe ich wie folgt ausgebaut. Yeah. Das sind die Verbesserungen, die ich hier eingebaut habe. Ne? Seht ihr ja da gerade alle, brauchen wir nicht nochmal auf alle einzeln eingehen. Hier kannst du natürlich wählen, ob du die Reichweite noch erhöhen möchtest oder die Hauptbatterie Nachladezeit reduzierst. Ich habe erstmal die Reichweite erhöht, damit ich über 20 Kilometer komme. Denn Puerto Ricos momentan werden gerne weggeballert. Ohne hat man 18,8 Kilometer. Ist eigentlich genug, aber ich hab's lieber mal da so gelassen. Lohnt sich eher verhin? Nein, lohnt sich nicht. Du hast 305 mm, das lohnt sich nicht mal annähernd irgendwie. So, mein Kapitän habe ich wie folgt geskillt. Das ist mein Schlachtschiffkapitän, den ich jetzt hier einfach übernommen habe. Könnte man noch ein bisschen anpassen, aber an sich ist da eigentlich alles Gute drauf. Naja. Das soll's gewesen sein. 2 Niederlagen mit der Puerto Rico. Guter Auftakt für das Schiff. Was soll ich sagen? Wind sollte nicht drin sein. Dafür die zweite Runde war super, super spannend. Ein Hin und Her. Und ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft mehr von diesen Runden hätten und weniger von diesen, wir schlachten alles innerhalb von 5 Minuten ab oder werden abgeschlachtet. Denn das sind für mich richtig, richtig, richtig gute Runden hier, wo man bis zur letzten Sekunde wirklich fightet und dann fiebert man auch so richtig mit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren und bitte nicht jetzt rumhaten noch wegen dem PR-Event. Das wird alles gelöscht jetzt unten in der Kommentar- oder ignoriert, sagen wir mal so, in der Kommentarfunktion. Der Zug ist, das Thema hat sich erledigt. Ne? Genau, haut wenn rein. Ihr irgendwas habt, dann schreibt das unter die PR-Videos. Die. Genau, wir haben genug kritische Videos dazu rausgekloppt. Könnt ihr da die einfach aufrufen, da was unterschreiben. Lesen wir. Haut rein.